Hallo, ihr Leseratten. Herzlich willkommen zu meinen Neuzugängen. Herzlich willkommen zu den Neuzugängen. Hallo, ihr Leseratten, und herzlich willkommen zu meinen Neuzugängen für Juli 2022. Ja, mein erster Buchbesuch, Buchneuzugang, hat ja was mit Karlchen zu tun. Es wird wahrscheinlich Tradition werden, dass ich mir da jedes Mal ein Buch kaufe, von der gleichen Art. Wenn ihr mein letztes Neuzugang-Video gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Und diesmal musste auch eins mit, und zwar die Schule magischen Tiere, Band 3, Licht aus. Ja, von Margit Auer. Ja, es muss einfach jedes Mal sein, weil er einfach so ein toller Aufsteller ist, wo einfach nur diese Bücher drin sind. Und ich weiß ja auch inzwischen, dass ich die Schule magischen Tiere ermittelt nicht brauche, wenn ihr nur als E-Book mir anschauen werdet oder was auch immer. Weil das ist so ganz dünne Bücher mit großer Schrift. Aber ja, die brauche ich, unendlich viele brauche ich, und das sind trotzdem noch ganz, ganz viele Bücher. Und die ganzen Gleitbücher brauche ich auch nicht, aber diese dicke brauche ich alle. Alle. Jetzt. Ja, hier war das erste Buch für den Juli. Als nächstes kam das Hörbuch Empty Hands von Livia Welter zu mir. Es ist der zweite Teil von Empty. Und gibt es ausschließlich bei Storytel. Storytel ist einer der vielen Anbieter für Hörbuch-Abos. In dem Fall könnt ihr entweder für 7,90 € 20 Stunden im Monat oder für 14,90 € so viel hören, wie ihr wollt, auch offline möglich. Und es gibt auch eine Kinderfunktion und. Schaut einfach mal gerne vorbei. Ich packe euch einen Link in die Infobox, wo ihr statt 7 Tage kostenlos, 30 Tage kostenlos die Storytel ausprobieren könnt. Das nächste Buch ist ein E-Book, was ich vom DP-Verlag bekommen habe. Also wieder geschenken wir ein Buch, also Digital Publishers. Und zwar ist das, ich muss ablesen, weil E-Book. Carolina Love, das Glück vom Meeresrauschen von Caitlin Young. Klingt wieder nach einem schönen Sommerbuch und ich bin sehr gespannt darauf. Ein schwer erkämpftes Buch aus dem Amazon-Hub. Das wollte wieder nicht so richtig. Aber jetzt ist es da und wird auch. Das muss so, okay. Wird auch als nächstes gelesen, wenn ich mein aktuelles Printbuch ausgelesen habe. Und zwar Die kleine Sommerküche am Meer von Jenny Kohlgen, der erste Band der Reihe von Fionas Küche. Ich habe ja schon Band 2 und 3 hier rumfliegen. Dazwischen kommt noch eine Kurzgeschichte, also nach dem ersten Band. Puh, ist gerade sehr warm. Aber ja, ist das schon mal hier. Endlich. Und wird, wie gesagt, auch in Kürze gelesen werden. Wahrscheinlich nicht mehr im Juli, schätze ich mal. Wir haben ja nur noch ein paar Tage. Aber wer weiß, wenn ich gut durchkomme und es sich super weglesen lässt, warum nicht? Wir haben noch ein ganzes Wochenende, nächstes Wochenende. Und von daher fühlt es mir nur noch 2 Wochenenden. Das könnte also funktionieren. Schauen wir mal, ne? Okay, dann weiter im Programm. Hi. Ich habe neue Bücher. Ups. Ich konnte heute beim Marktkauf an dem einen Buch nicht vorbeigehen. Das andere ist nicht vom Marktkauf, das ist, wie gesagt, nur das eine Buch. Für 3,99 € werden die Rabe die Wälder. Ich fand die Wahrheit auch schon ganz gut. Und ja, gucken wir mal, wie die Wälder sind, ne? Wenn jemand mehr weiß, wie das ist, gerne ohne Spoiler in die Kommentare. Und ja, das zweite Buch. Wusste ich, dass ich es heute bekomme, weil mein Vater hat sich ein Buch gekauft und zu Hause festgestellt, ups, das habe ich ja schon. Weil ich das Auto auch hier habe und ein Buch bereits für ihn gelesen habe, ich glaube noch 2 weitere, jetzt habe ich 3 weitere, habe ich gesagt, naja, dann nehme ich es halt. Hat er auch nur 3 € gekostet oder so, bei Woolworth, glaube ich. Er hat das Buch mit einem Cover, weil das hier ist die Bildausgabe. Und ja, deswegen habe ich schon gehört, dass es das gleiche Buch ist. Und zwar Blinder Instinkt von Andreas Winkelmann. Also 2 Thriller. So kann gehen, ne? Ist Andreas Winkelmann Thriller? Ja, Psycho. Also Psycho würde ich mir schon. Ja, Thriller. Alles klar. Ja. Das waren alle Neuzugänge für den Juli. Und ich meine, es ist unter 10. Es ist gut. Also für meine Verhältnisse ist das richtig gut. Gucken wir, wie der Lesemond geworden ist. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.